Servus YouTube, da bin ich mal wieder. Ja, wie ihr schon in den Titel gestern lesen konntet, mache ich das in mehreren Teilen, da ich eigentlich Lust habe auf dieses Projekt, auf dieses kleine Projekt. Also es wird keine 1000 Folgen geben, sondern, ja, mal schauen. Sondern ich werde so ein bisschen den Oktober, den Rest Oktober ein bisschen filmen und, ja, quasi mit, ihr könnt mich mit begleiten in diese kleine Reise. Und ja, ich würde halt Bäume filmen. Ich habe vor, jetzt in den Wald zu gehen und da ein bisschen aufzunehmen. Das werde ich dann heute noch mal ein bisschen zusammenschneiden und ja, heute wieder hochladen. Weil es bietet sich einfach an, da der Herbst doch sehr schön ist. Und ja, man kann das auch für schlechte Tage quasi nochmal anschauen. Also ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Zwar nicht auf YouTube, aber die Videos, die ich halt immer drehe, die hebe ich dann meistens dann auf. Oder die hebe ich immer auf. Und schaue sie mir gegebenenfalls nochmal an. Ja, quasi mir eine kleine Freude zu machen. Ja. Leider ist heute... Das Problem ist, es ist heute etwas windiger wie gestern. Also gestern war ja kein Wind. Aber heute, ja, ist es leider etwas windig. Ja, geht gerade ganz schlimm. Ja, also wird ein paar Störgeräusche kommen. Naja, was willst du machen? Was erstaunlich ist, manche Bäume sind noch fast grün. Zwar sehen da schon ein paar gelbe Blätter, aber zum Beispiel wie der Baum, der hat noch sehr viele grüne Blätter. Ja. Zum Beispiel der da vorne, das ist glaube ich ein Nussbaum sein, der hat schon wirklich sehr viele gelbe bis braune Blätter. Ja, genau. Also ich werde wieder im Wald laufen, da wo es ein bisschen geschützter ist. Und ja, ich bin wieder am Teich und wollte das jetzt aufnehmen. Keine Ahnung, warum ich das jetzt aufnehme. Das ist hier der Überlauf vom Teich. Und das läuft hier in der Kanalisation. Und heute ist sehr angenehm. Ich habe mir diesmal auch dunkle Klamotten angezogen. Und das, ach, das ist einfach schön angenehm in der Sonne. Ja, mit dem Weiterlaufen. Gut, das haben wir ja gestern schon aufgenommen. Ach, das haben die heute Morgen noch weggemacht. Das Laub. Ah, das ist ja deswegen da vorne, war es so feucht gewesen. Klar. Wenn es nicht abfließen kann, dann staut sich das halt. Also es ist wirklich schön heute. Das ist ja so gut an Oktober. Du hast halt Tage, wo es wirklich schön angenehm warm ist. Und ja, muss ich mich irgendwie sehen, dass das ein bisschen schütze, weil jetzt der Wind doch sehr stark geworden ist. Sehr schön. Wenn die wenigstens die Blätter hängen bleiben würden, ja, aber tut's ja leider nicht. Hier viele Enten. Heute ist keiner am Angeln. Ich weiß sowieso nicht, wie die Angelzeiten so sind. Hier sind noch mehr Enten.
Ja, wenn man jetzt hier wieder sehen kann, sind wieder einige Bäume grün. Wenn man jetzt wieder hier schaut, in der Birke sind noch einige gelb. Anscheinend ist es hier so eine warme Ecke. Keine Ahnung. Oder bei denen dauert es halt einfach länger. Mal so eine Frage. Sagt ihr eigentlich untereinander guten Morgen? Also nicht dieses von Freunden und Bekannten, sondern wirklich die auf der Straße. Also bei uns ist es ja leider so, dass es da eigentlich nicht vorkommt in Hessen. Je nachdem, welche Region man wohnt, wird man das schon komisch angeschaut. Deswegen sagt man lieber nichts. Und da macht man auch nichts falsch. Ja. Ich finde es meistens so ein bisschen merkwürdig, wenn die Leute auch bewusst wegschauen, ja, wenn sie an die vorbeilaufen. Das finde ich sowieso ein bisschen merkwürdig. Das habe ich auch bei sehr vielen Frauen schon gesehen. Beim Wenn weniger, die sind dann wahrscheinlich in sich gekehrt und ja, schauen auf die Straße, auf das Gebäude, je nachdem, wie sie gerade langlaufen. Aber das habe ich bei Frauen schon öfters erlebt. Komischerweise. Ob ich so angsteinflößend bin. Aber was ich jetzt besonders hasse, wenn man in Gespräch sich nicht anschauen kann, ja. Also das ist das Schlimmste, was eigentlich geht. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, aber ich habe da meistens schlechte Erfahrungen gemacht, dass die Menschen einfach dich nicht anschauen, wenn du mit denen redest. Ja, also das finde ich ganz schlimm. Weil sowas gehört sich immer nicht. Man muss sich schon in die Augen schauen, wenn man mit jemandem redet und nicht einfach, keine Ahnung, wegschauen oder woanders. Dann hat man das Gefühl, als würde die Person gar nicht zuhören, was man sagt. Ja. Also das hasse ich ja wie die Pest. Muss ich ehrlich zugeben. Das müsste ich das einfach mal so machen. Wenn mir das nochmal passiert, dann gehe ich einfach mal. Ja. Das muss ich vielleicht auch mal machen. Dann wird sich dann die Person schon wundern. Soll ich mal wirklich machen. Zwar kommt es nicht so oft vor, es ist nicht so, dass es das jeden Tag vorkommt, aber ja, es ist schon vorgekommen. Das gehört halt zum Gespräch dazu, wenn man sich in die Augen schaut, dann weiß man wirklich, okay, man hört zu, man ist da. Dazu am Rande, als kleines Thema. Habt ihr schon eure Weihnachtssachen aufgestellt? Also, was ich, Lichterkette. Ich habe jetzt gesehen, bei uns der Salon, Friseursalon, hat schon mal alles vorbereitet. Der hängt da so ein Baum, so ein kleines Bäumchen, direkt über die Eingangstür. Und da hat er schon mal verkabelt und ja, wenn es da wieder Bäume gibt, dann ist es wieder alles schön geschmückt. Weil man kann ja jetzt schon Weihnachtsgebäck schon kaufen und man hat ja das Gefühl, das kommt jetzt immer früher. Ja, naja. Gut, Weihnachtsbäume. Gut, man kann halt nur so einen künstlichen Baum. Sei denn, man hat seinen eigenen Wald und kann da seine Bäume fällen. Das ist was anderes.
der ist heute geschlossen. Na, ist ja kein Wunder, heute ist ja auch Samstag. Macht jetzt auch das Tor zu. Sonst steht es halt eine halbe Woche offen. Also Glück habe ich mir die andere Schuhe angezogen. Ich meine, wenn ich jetzt die weißen Schuhe angezogen hätte wie gestern, also na, Prost Mahlzeit. Guck, ist alles eingestaubt vom Steinbruch. Das wird aber heute eine lange Aufnahme. Die ist schon seit langem nicht mehr. Aber ich glaube, ich müsste mir mal einen anderen Ort suchen, wo halt die Blätter doch nicht so grün sind wie hier im Wald. Was das cool ist, die haben jetzt überall, auch bei uns in der Stadt, überall diese Schilder stehen. Da kann man halt lesen, was man da halt an diesem Ort so war. Und okay, dann gehe ich noch über die Brücke und beende quasi die Aufnahme für heute. Das war ja doch lang genug. Da ich das Video komplett zusammenschneiden werde, ja, gibt es da nicht mehrere Teile, sondern ein Video. Und ja, wenn man Lust hat, kann man es ja anschauen. Wenn nicht, wird man ja nicht dazu gezwungen. Okay, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Das habe ich euch schon gestern erzählt. Einen schönen Samstag. Vielleicht habt ihr auch so einen schönen Samstag, wie es bei mir so ist. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Tschüss.